guten Tag, guten Tag. Weiter geht's mit einer neuen Folge. Und mal sehen, ob es hier weitergeht. Nee, geht nicht weiter für uns. Wir müssen erstmal hier bleiben. Und was hat er uns hier anzudrehen? Wir haben jetzt mal eins abgekauft. Keine Ahnung, was das bringt. Rare Candy Bar. Achso, 20 Lebenspunkte für 350 Pfund. Ist jetzt, glaube ich, kein guter Deal gewesen. Oh, und er setzt sein Dragoran ein und greift damit den Typen an. So, und jetzt müssen wir in das Geheimversteck. Und da sind wir auch schon. Sehr gut. Damit geht's jetzt weiter. Und zwar im Kampf gegen Team Rocket, die ja wieder einiges im Schilde führen. Und ja, da werden wir jetzt auch einiges zu kämpfen haben. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also pro Säule sind es immer zwei Kämpfe. Und es werden noch einige Säulen sein, auf die wir hier treffen. Mal sehen, was es hier dann noch gibt. Ja, weitere Säulen, was auch sonst. Aber das sind alles jetzt keine weltbewegenden Fights gewesen. Auch da kamen wir problemlos durch. Dann geht's hier weiter. Hyper Potion für uns. Und ja. Vergiftet ist eins unserer Pokémon, okay. Dann machen wir auch den Blatt. Nächstes Item für uns, ein Nugget, okay. Auch ganz gut. Und nächste Säule. Und dann kommen wir auch schon weiter. Und da ist auch schon Lance wieder. In der letzten Folge wollte ich ja nicht groß spoilern, aber das ist der Champion von der Top 4. Also das ist der stärkste Trainer in Johto zum aktuellen Zeitpunkt. Dementsprechend müssen wir da großen Respekt vorhaben. Und er ist natürlich auch deutlich stärker als wir. Denn er hat, ich glaube, drei Dragorans, ein Aerodactyl, nee. Ein Garados hat er auf jeden Fall noch. Ich glaube, noch ein Glurak. Und noch irgendwas. Glaube ich zumindest. Also 5 bis 6 Pokémon hat er. Und die knallen auf jeden Fall alle rein. Mit knapp Level 50. Also da ja, sind wir noch weit von entfernt, um ihn schlagen zu können. Aber gut. Probieren wir es erstmal damit, Team Rocket Platz zu machen. Und da haben wir auf jeden Fall schon genug mit zu tun. Dieses Blutzug macht auf jeden Fall auch schon ordentlich Ärger. Aber Koffing regelt das gut. Ein paar Level sind es noch, bis er dann zu Smogmog wird. Da braucht er auf jeden Fall noch einiges an Training. Und deswegen machen wir auch direkt hier weiter mit dem Walzer und erledigen damit auch dieses Blutzug und besiegen auch den weiteren Team Rocket Member. Und jetzt geht es weiter. Da ist auch schon der nächste. Und ja, Fights gibt es hier auf jeden Fall ohne Ende. Auch wenn die nicht wirklich nennenswert sind. Aber wir müssen uns hier irgendwie durch das Versteck kämpfen, damit wir dann auch in die 7. Arena dürfen. Und ja, dann sind wir auch schon fast Richtung Top 4. Ist nicht mehr so weit der Weg. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte des Weges geschafft. Ist also nicht mehr weit. Und wir probieren es jetzt erstmal hier mit diesem Sonic Boom. Oh, dann nochmal die Defensive von uns stark geschwächt, aber wenn wir ihn jetzt erledigen, stört das natürlich nicht allzu sehr. Und jetzt ist Elektroball auf Level 31, sehr gut. Und auch der nächste Gegner besiegt. Also wieder mal kein nennenswerter Kampf. Und wir brauchen 2 Passwörter, sagt er uns, damit wir dann zu dem Rocket-Boss kommen. Und er geht einfach dran vorbei an demjenigen, hat ihn wohl besiegt. Da müssen wir nicht mehr gegen ihn kämpfen. Dafür aber hier gegen diesen Professor, der die weibliche Präsidentin verteidigt. Oder zumindest den Vorkampf stellt. Wir müssen jetzt hier gegen ein Koffing antreten, was aber deutlich unter dem Level von unserem ist. Also gut machbar für Miltank. Also Miltank ist sowieso ein extrem starkes Pokémon. Dafür, dass es ja mit Normal einen relativ bescheidenen Typen hat, der jetzt nicht wirklich stark ist, aber
Miltek hat gute Stats, gute Attacken. Mit dem kann man auf jeden Fall gut arbeiten oder mit ihr kann man gut arbeiten. So, und jetzt geht es gegen den Executive. Den müssen wir besiegen, denn die weiß auf jeden Fall eins der beiden Passwörter. Und da müssen wir jetzt natürlich versuchen, es aus ihr rauszukriegen. Zwei Pokémon. Einmal ein Rattan auf Level 18, also wirklich überhaupt nichts Nennenswertes. Das kriegen wir auf jeden Fall gut erledigt. Wenn man vergleicht, dass wir gegen Stalos auf 35 kämpfen mussten vor kurzem, dagegen sind die natürlich eine Lachnummer. Ja, und auch dieses Duflor ist jetzt auch nichts Nennenswertes und Miltank macht das, ohne mit der Wimper zu zucken, problemlos. Sehr gut. So, und dann geht es weiter. Passwort holen wir uns später. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal den Rest von dieser Unterkunft und sammeln alles so an Items ein, was es so gibt. Dann noch mehr Items, also da gibt es wirklich viel hier. So, das brauchen wir am besten direkt auf, weil wir haben sowieso immer viel zu viel in der Tasche, so dass wir dann öfters mal etwas nicht mitnehmen können. Pumpen wir einfach mal einen Igelava rein, weil den werden wir noch lange brauchen, nehme ich mal an. Und dann geht schon zum nächsten Professor, also das wird jetzt hier eine Team Rocket Folge, also so schnell kommen wir hier glaube ich nicht raus aus diesem Laden. Ein Pokémon, okay, ein Ditto, okay, nichts Zwingendes, aber wenn sich das zu Miltank verwandelt es sich auf jeden Fall zu einem starken Pokémon. Aber das, ja, so weit kommt es gar nicht erst. Das war wieder ein One-Hit. Und Miltank räumt weiter auf hier. Da haben wir dann den nächsten. Und der ist ein bisschen betrunken, glaube ich. Und das ist auch derjenige, der uns das zweite Passwort verraten wird. Okay. Mal sehen, was du zu bieten hast. Ein Radikal auf Level 19. Ein Pokémon hat er und das ist auf Level 19. Also manchmal verstehe ich da nicht. Ja, also wir mussten gerade in Gyarados auf Level 30 fangen. Davor haben wir gegen Stalos 35 gekämpft. Wir hatten andere Arenen, wo wir noch davon eine Arena, wo wir gegen Kikli und Nocturne auf Level 27 kämpfen mussten. Und jetzt viel weiter im Spiel, wo es dann schon, wo wir noch besser trainiert sind und so starke Gegner besiegen mussten, treten wir jetzt gegen Gegner an, die ein Level 19er Pokémon haben und dann auch nichts Besonderes. Also gut, aber vielleicht wird Team Rocket ja extra so dargestellt oder es liegt daran, dass wir halt extrem viele Kämpfe hintereinander haben und es eigentlich nur dafür da ist, dass wir da so ein bisschen leveln, ich weiß es nicht. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Von daher sollte alles in Ordnung sein. So, dann nächster Kampf. Wie soll es auch anders sein? Und los geht's. Abmarsch gegen Team Rockets Radfratz. Level 17, okay. Ja, das gibt ja schon nicht mehr wirklich XP, also finde ich interessant. Aber gut. Kann man nichts machen. So. Als nächstes haben wir Zubat. Auch super Pokémon. War ja früher von Smetbo immer die Hauptspezialität. Mit der Konfusion-Attacke. So. Und dann nochmal Radfratz. Alles klar. Aber wie gesagt, für Miltank ist das ja alles kein Problem. Die kriegt das auf jeden Fall locker easy erledigt und damit haben wir auch das Radfratz besiegt und auch den Rocket Grunt, den 20. gefühlt. Und hier haben wir den Chef von dem ganzen Laden. Und wir haben Otto. Hallo Otto, wie geht's? Ja, ja. Also er spricht auch von Lance.
Aber er will diesmal nicht kämpfen. Finde ich ganz gut. Vielleicht sind seine Pokémon ja schon zu sehr geschwächt. Oder er hat es mal eingesehen, dass wir ihn bisher jedes Mal besiegt haben. Und das, obwohl er immer das Pokémon mit dem besseren Typen hat. Aber naja. Liegt aber vielleicht daran, dass er vielleicht seine Pokémon nicht so gut erzieht wie wir. So, und jetzt holen wir uns die Passwörter ab. Einmal hier Slowpoke Tail, also Fleckmon Schweif oder Fleckmon Route. Und er sagt uns Radikal Schweif oder Route. So, und jetzt geben wir die Passwörter ein und kämpfen jetzt hier gegen den Rocket Executive. Der hat da, glaube ich, einen Tauboga oder so sitzen. Ja, Abmarsch. Kämpfen wir. Da kannst du noch lange rumlabern, aber gut gehen wir das nicht, Kollege. Und das Einzige, was mich eigentlich an euch stört, ist ja eigentlich nur, dass ich nicht in die Arena kann. Ansonsten wäre mir egal, was ihr für Machenschaften habt. Aber solange ich nicht in die Arena kann, muss ich euch leider bekämpfen. Oh, und jetzt die Stampferattacke leer. Das heißt, wir müssen es mit Surfer machen. Aber ich glaube, auch das macht schon ordentlich Damage. Reicht nicht für einen One-Hit, schade. Kostet natürlich wieder Zeit, aber ja, es ist ja sowieso eine Team Rocket-Folge, wie ich gesagt habe. Dementsprechend ist es halb so wild und ja, können wir auch überleben. Was hast du noch? Ein Radikal, okay. Also bislang nichts Nennenswertes dafür, dass er ein Team Rocket Executive ist und vielleicht etwas hochwertigere Pokémons haben sollte. Aber gut, so ist es nun mal. Dann probieren wir es nochmal mit Sludge und legen nochmal nach. Der Hyperzahn ist auf jeden Fall eine starke Attacke, aber ja, dafür ist Koffing zu routiniert, um sich davon besiegen zu lassen. Haze, okay, machen wir mal Poison Gas weg, weil das benutze ich ja so gut wie nie. Von daher können wir das dann auch ersetzen, auch wenn ich denke, dass wir Haze auch nicht so oft benutzen werden. So, und jetzt das Koffing-Duell, aber ja, das sollten wir auch für uns entscheiden können. Das ist, glaube ich, um beide Statusprobleme zu eliminieren. Ich wollte es mal ausprobiert haben. So, und machen wir es mal mit Rollout. Ich hoffe mal, dass es nicht daneben geht. Tackle, sehr effektiv. Nicht sehr effektiv, sondern Critical Hit. Aber das hat auch gut geklappt. Ja, das war nichts, Kollege. Ja, du konntest wirklich nichts machen. Also das war eine Nullnummer. Aber gut. So, dann mach dich mal ab. Und was hast du uns zu sagen? Ach nee, ist ein... Ah, Heil Giovanni ist das Passwort. Das war ein Kramurks. Okay. Sieht nur ein bisschen aus wie Taubsi oder Tauboga. Gut, damit haben wir das nächste Passwort. Und damit kommen wir jetzt in diesen Raum unter uns. Und können dann da alles weitere klären. So, einmal wieder runter. Und dann können wir jetzt hier das Passwort entern. Perfekt. Und damit ist die Tür offen. Aber, was ist los, Freunde? Da kommen die bösen Executives. Ah, nein, ja, ihr dürft hier nicht rein. Hilfe! Ja, aber unser Kollege kommt uns da natürlich zu Hilfe mit seinem Dragoran Level 50 oder 47. Grenzt es auf jeden Fall auf 47. Keine Ahnung. Und hilft uns da natürlich und macht den einen wahrscheinlich platt und wir machen den anderen platt. Ja, was die hier machen, ich glaube, die klauen hier die ganze Energie und die ganzen Elektrobytes, die müssen da die ganze ihren Strom abgeben. So um den Dreh war das. Also ich fand die Story, was das angeht, auch immer so ein bisschen lame. Aber das Spiel selber war natürlich immer top. Habe ich geliebt. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ja, dementsprechend spiele ich es natürlich gerne auch in einer anderen Sprache. Und auf dem Emulator, auf dem Laptop. Und kommentiere es auch gerne nach. So, das Arbok, das ist auf jeden Fall schon mal stark unterwegs, aber da lassen wir uns auf jeden Fall nichts gefallen und machen es platt. Dann kommt jetzt Gloom und
Das ist ein Duflor. So, Sludge. Machen wir so. Und das sieht gut aus. Sweet Scent. Was ist das denn? Naja, auf jeden Fall nächsten Sludge rein. Und damit ist das Thema dann auch durch. So, Kramurks. Den können wir ja auch besiegen. Naja, vielleicht macht er uns platt. Könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen. Ja, Verfolgung ist stark, ja. Okay, damit ist Koffing dann erstmal raus. Vorerst. Und dann machen wir das Ganze jetzt einfach mal mit Kramurks. Mit Hypno, Entschuldigung. Und kämpfen gegen Kramurks natürlich. Und setzen jetzt die Hypnose ein. Das klappt schon mal ganz gut. Und wechseln mal auf Garados. Mit dem haben wir noch gar nicht gekämpft. Da glänzt er vor sich hin. Mit den roten Schuppen. Und machen wir es mal mit der Surfer-Attacke. Garados ist übrigens Wasser und Flug. Finde ich auch eine interessante Kombi. Drache hätte ihm auch gut gestanden. Flug finde ich halt eigentlich überhaupt nicht angebracht. Aber gut, ist halt ein Flug-Pokémon, was auch immer mache. Was nicht fliegen kann natürlich. Aber gut. Und was auch, glaube ich, keine wirklichen Flugattacken lernt. Aber gut. Hauptsache Typ Flug. Damit es dann extrem anfällig ist gegen Elektroattacken. Aber ja, kann man nichts machen. So. Dann haben wir die jetzt soweit erledigt. Und ich würde sagen, die ganzen Elektroball-Kämpfe, die werden jetzt anstehen. Mal sehen, was Lance dazu zu sagen hat. Ja. Ja, also wir werden auf jeden Fall dann hier uns aufteilen. Und jeder macht dann da ein paar Elektroballs fertig, damit die dann nicht mehr hier den Strom klauen können. So. Aber diese Kämpfe machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.